Die Verteilung von Satzsignalen über Glasfaserkabel bietet insbesondere bei größeren Verteilnetzen und großer Programmvielfalt entscheidende technische und wirtschaftliche Vorteile. Neben der hohen Datenkapazität und der nahezu verlustfreien Signalübertragung spielt die schnelle Installation und die Zuverlässigkeit von vorkonfektionierten Glasfaserkabeln eine große Rolle. Das optische Übertragungssystem von Polytron basiert auf einem SAT-ZF in Optikwandler und Optik in SAT-ZF-Rückumsetzern. Der Empfang der Satellitensignale erfolgt dabei über ein konventionelles Quad- oder Quattro-LNB. Das System basiert auf der bewährten CWDM-Technologie für die Übertragung der SAT-ZF-Ebenen. Hierbei wird jeder SAT-ZF-Ebene eine feste optische Wellenlänge zugeordnet und das Signal an einem optischen Ausgang zur Verfügung gestellt. Das hat den Vorteil, dass keine Frequenzverschiebung der SAT-ZF-Ebenen stattfindet, speziell in schwer beherrschbaren Frequenzbereichen oberhalb von 2000 MHz. Sämtliche Komponenten der Lösung von Polytron sind mit SC-APC-Anschlüssen ausgerüstet. Dadurch lassen sich die vorkonfigurierten Patchkabel und passiven Verteilkomponenten schnell und einfach installieren. Der optische Empfänger OR4S wandelt das eingehende optische Signal zum direkten Anschluss von bis zu 4 handelsüblichen Receivern oder TV-Geräten. Es ist unerheblich, ob die einzelnen Programme in HDTV, als Pay-TV oder als frei empfangbare Signale ausgestrahlt werden. Der optische Empfänger OR5QT konvertiert das eingehende optische Signal zurück in die 4 SAT-ZF-Ebenen und ein terrestrisches Signal. Die Ausgangssignale können in Multischalterverteilsysteme oder Kopfstellen eingespeist werden. Mehr Informationen erhalten Sie auf www.polytron.de.